Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ihr seht, was hier ist. Das wird Klemmi jetzt gleich aufbauen. Und ja, wir haben uns nicht vertan. Es ist 7 Uhr. Hat auch seinen Grund. In den meisten Gegenden werden jetzt bereits die Lidl-Filialen eröffnet. Damit ihr wisst, wie sowas aussieht, wird euch Klemmi mal eine Lidl-Filiale zeigen. Ja, ich blende hier gerade mal ein Bild ein. Schwupp. Genau. Stell das bitte da vorne hin, das schiebst du dann nachher zu mir und ich schiebe. Wir machen jetzt eine Rochade. Komm. Genau. Ja. Schön, ja. So, das ist also diese Lidl-Filiale, die hat Klemmi am Freitag im Stream aufgebaut. Jetzt sag mal, was ist denn? So, ne, oder noch ein bisschen Platz? Passt. So, okay. Passt. Gut, da gehört aber noch was dazu. Und das finde ich sehr, sehr gelungen. Die Abstellpagode für die Einkaufswagen. Ja. Und wisst ihr was? Da ist sogar ein Einkaufswagen dabei gewesen. Das ist für alle, die noch kein Einblick auf das Video gehabt hat, auf den Stream, den wir hatten. So, der passt auch natürlich hier fantastisch rein. Ja. Und hier ist ein Mülleimer. Da wird laut Anleitung wird da Glas reingetan. Also nicht die Pfandflaschen, die werden drinnen abgegeben. Da ist ein Automat, hat Klemmi gesagt. Da kann man die abgeben. Aber was nützt ein Laden ohne Personal? Bitte schön. Drei Verkäufer oder Verkäuferinnen. Ja, ich mache das mal ein bisschen größer. So, da sind sie. Ich finde es cool, das Lidl-Zeichen auf der Brust gut zu erkennen. So, und dann sind auch zwei Kunden dabei. Kundinnen, sagen wir es mal so. Also sie sehen aus wie Frauen und sehr gelungene Figuren. So, die stelle ich dann mal hier vorne hin. Ja, ab heute ist der Prospekt gültig und ihr könnt das alles hier im Laden kaufen. Und zwar gibt es da hier einen kleinen Drachen. Ja, den sieht man nicht, weil ich wieder klein gemacht habe. Jetzt machen wir es wieder groß. Hier gibt es dann so einen kleinen Drachen. Da gibt es eine App dazu und dann kann man noch Geld sparen. Guckt euch das jetzt in aller Ruhe an, bevor ihr dahin lauft. So, wenn ihr das natürlich kaufen wollt. Dann ist hier ein Gabelstapler. Mit dem kann man auch Löffel stapeln. Egal. So, dann haben wir hier diesen wunderschönen LKW, den Lieferwagen, den Klemmi jetzt hier gerade aufbaut. Und dann hier das vorgestellte Geschäft. Das ist von hinten offen. Ich zeige es euch dann mal kurz. Ich mache den Prospekt zu und lege ihn weg. Ich zeige euch das mal kurz. So, wie gesagt, der ist von hinten offen, also bespielbar. Es sind alles Aufkleber, keine Drucke. So, man kann das natürlich hinten zubauen, da würde ich aber hergehen und würde dann nochmal eine Vierer- oder eine Sechser-Plate dahinter machen, nochmal ein schönes Regal dazu machen und dann hinten zubauen. Oder man nimmt einfach nochmal so ein zweites Teil und tut es spiegelverkehrt aufbauen und lässt die Türen raus. So viel dazu. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man mit diesem Laden machen kann. Und ich sage es ganz ehrlich, da hat man uns im Stream schon gesagt, da, das passt unheimlich gut in die Klemmbaustein-Cities. Ja, gut. Hier drüben ist natürlich auch noch eine Warenannahme mit Rampe und Rolltor, ne? Genau. So, das lasse ich mal so ein bisschen hier stehen. Ich werde Klemmi gerade mal hier die Figuren zusammensetzen. Auch da sind Figuren dabei. Ich glaube 4 Stück. Ne?
Socken. Vier Stück. Hier sind fünf dabei und da sind vier dabei. Ich finde das klasse. Ich finde eigentlich, du tauchst momentan sehr, sehr oft auf. Was mache ich? Ja, uns hat jemand, eine Zuschauerin hat mir zugeschickt. Oder wie heißt das? Wenn ich jetzt was Falsches sage, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wo habe ich jetzt diese wunderschöne Kiste? Die meint, das wäre ich. Und wenn ich mir das so genau angucke, mit ein paar kleinen Schönheitsoperationen würde ich wahrscheinlich genauso aussehen wie er. Ich finde es geil, ich finde das super. Und immer mehr Leute sagen, ich habe hier dich gefunden oder so. Ich finde es toll. Auf der Ecke hat Aufkleber dabei. Keine Drucke, Aufkleber. Genau. Nee, da ist unsere Kopierung rein. Hä? Das Nummernschild ist toll. Oha. PC50. Unsere Fahrzeuge haben alle im Mittelteil des Kennzeichens haben die alle PC. Finde ich geil, finde ich super. Ja, wie gesagt, die haben jetzt gerade aufgemacht. Die normale Delta Sports Plakette ist dabei. Der obligatorische Teiletrenner. Ja, und dann haben wir hier auch mit den Figuren kann man nicht viel falsch machen, nur die Frisur falsch aufsetze. Genau. Ja. Das ist schon mal gut. So, Clemmy hat den LKW gebaut. Das sind 363 Teile. Der Normalpreis ist 14,99 Euro. Mit Libbel Plus kostet es 13,49 €. Da könnt ihr also nochmal 1,50 Euro sparen. So, dann würde ich doch mal sagen, stell vor. Super Anleitung. Fünf Teile sind übrig geblieben. Mhm. Einen hübschen Aufkleberbogen. Machen wir nicht drauf. Na? Dann haben wir hier vier neue Mitarbeiter. Alle im schicken Blau. Cäsar macht auch mit. Jo. Ich wusste, der hat noch einen anderen Beruf. Hier mit schöner Kappe. So, mal Bilder von uns ein Kuni, die Tab von Cäsar. Ein wunderschöner Teiletrenner und die übliche Delta Sports Erkennungsplakette.
Genau. Eine Palette, Wagen, Ladegut. Schön, Rückbildpalette. Ich hoffe mal, dass sie auch für den Gabelstapler passt. Wir werden es erleben. So, den Anhänger koppeln wir jetzt erstmal ab und zum zur Seite. Die Zugmaschine. Könntest du etwas ranzoomen? Nee, niemals, weil die ist so schön, die braucht kein anderer zu sehen. So. Die Front. Gigantisch gut gemacht. Ja, diese Gelb-Blau-Mischung ist gewöhnungsbedürftig. Ist nicht jedermanns Sache. Tausch die Teile einfach aus. Warum? Gehört zu Lidl. Ja, wer es nicht haben will. Ja. Hier hinten gibt es noch ein bisschen Zubehör, Feuerlöscher und Schaufel. Das ist einfach nur ein tolles Modell. Richtig schön gebaut. Mit Türen. Außenspiegel. Und das hier ist wirklich tolle Bautechnik, muss man sagen. Bei den Rädern ist zu beachten, dass die eine Laufrichtung haben, also ein Profil. Ja. Das sieht dann schöner aus, wenn die alle gleichmäßig sind. So, der Anhänger. Da gibt es hier vorne an der Stirnseite Kühlaggregat. Ein Kühlaggregat. Hier kommt ein Aufkleber fürs Thermostat drauf. Dann die Seiten. Wand, da kommt auch noch ein Aufkleber von dem Lidl drauf und genau, irgendwas in der Wanne. Nummernschild. Ja. Und drei Teile hier für die kleine Palette. Genau. Dann fürs Kühlaggregat gibt es hier oben noch einen Abzug. Die Rückseite, die Ladeluke, hier kennt das Nummernschild drauf. Kann man einfach schön hochklappen und dann mit dem Gabelstapler entladen. Hat man jetzt was Größeres zum Entladen, kann man hier drüben die komplette Seite, sie geht ein bisschen schwer auf, komplette Seite öffnen. Finde ich gut gemacht. Das eine Teil. Ist zum Spielen. Ja. Die Seite ist zum Bespielen. Mit normalem Stapler kann man hier nicht rein, weil das ist hier tiefer. Genau. Aber klasse. Ist halt ein Spielset und dafür wird sowas gebraucht. So, machen wir das hier dazu. Unten drunter haben wir einen Königshafen. Der und die Parkstütze. Parkstütze, genau. Nur für den Anhänger. Ja. Wenn die Zugmaschine wegfährt. Und auch hier die Räder mit Laufrichtung. Wird einfach hier unten eingehakt. Und los geht das Ganze. Und los geht die wilde Fahrt. Genau. Ein super schöner LKW. Der sieht sagenhaft aus. Mit reichlich Personal dabei. Einer ausladen und. Genau. Und dann der eine, der die Verantwortung trägt, der ist auch dabei. Das ist der mit der Hand in der Tasche. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von unserer kleinen Aktion hier am frühen Morgen haltet, damit jeder, der bei uns im Kanal ist, sich die Sachen besorgen kann, wenn er einen Lidl in der Nähe hat. Ja, dann würde ich sagen... Eins wollte ich noch zeigen. Also, wenn der LKW kommt, kann der hinten hochgeklappt werden. Das hier kann hochgemacht werden. Moment. Man kann da auch rückwärts ranfahren, das passt. Wenn ich nicht gerade aus dem Königstapfen rausgleite. Nein, der ist abgegangen. Ja, wenn rohe Kräfte sinnlos walten, bleibt das Glück in der Küche erhalten, oder wie war das? So, hier hinten drauf. Das Einzige, was stört, ist die Lampe hier hinten. Aber die da abzumachen. Es soll ja auch der Gabelstapler ran. Also ein bisschen ranfahren kann der Gabelstapler hinten einen ausladen. Finde ich gut, dass das alles schön zusammenpasst.
dass sie... Also wer das Wort Gabelstapler diskriminierend findet, der kann auch Löffelstapler oder Messerstapler sagen. Genau. Okay. Es gibt auch einen allgemeinen Begriff, Besteckstapler. Falls sich Kuchengabeln nachteilig fühlen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß, wenn ihr die Sachen kauft. Ab heute sind sie da. Deswegen sind wir ja auch so früh. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.